Hallo Sportfreund, ich begrüße euch aus Gotha von der ersten Runde der Thüringer Landesmannschaftsmeisterschaft im Bankdrücken 2016. Es waren insgesamt 6 Vereine angetreten, um bei diesem Punktewettkampf im Bankdrücken den Meister in der ersten Runde zu ermitteln. Der erste Verein war der Gothaer Bierfassheber, das war auch der Gastgeberverein. Dann kam die Kampfgemeinschaft Iron Athletic Sportclub Erfurt und KSV Zilbach, wo meine Wenigkeit mit dabei war. SG Motor Arnstadt war mit dabei, Lobensteiner Verein, SV Chemie Gotha sowie SV 1956 Groß Kochberg. Hier habt ihr meinen ersten Besuch mit 125 Kilo. Ich habe diesen Wettkampf komplett aus dem Training herausgenommen, also keine spezielle Vorbereitung. Danach steigerte ich auf 130. Auch dieser ist mir sehr gut geglückt. Ja, es sind halt alles Trainingsgewichte. Ich habe mir nur beim Rausheben helfen lassen und alles andere war locker vom Hocker. Ja, der dritte Versuch war dann mit 132 gesteckt worden. Auch hier locker gedrückt, nur Hilfe beim Herausheben. Und somit habe ich in der ersten Runde 3 gültige Versuche und konnte 78 Punkte zum Ergebnis mit beisteuern. Hier habt ihr die Auszüge von den Protokollen und alles andere wie immer unter kdk-thüringen.de.